Hallo! Ja, das ist ein Abschiedsvideo zum Silvester. Und zwar will ich euch etwas anderes, eine andere Perspektive eröffnen, als die zu sagen, ja, was habe ich denn für Vorsätze? Was will ich denn? Hallo Katrin! Was will ich denn im 2020 anderes machen? Ich schaue jetzt gerade mal hier runter, dass ich das noch teilen kann in der Gruppe. Denn die meisten Leute, die fragen sich ja, hallo, ja, 2020, was mache ich anders? Hallo, ihr Lieben. Und ich wollte euch einen Impuls geben, einfach mal das Ganze anders zu sehen und zu sagen, was lasse ich im 2019 zurück? Was habe ich für Erfahrungen gemacht? Was habe ich für Erkenntnisse gehabt in diesem Jahr 2019? Wirklich zu sagen, ja, hier habe ich neue Dinge erkannt, habe ich Sachen über mich verstanden und diese Dinge, die brauche ich nicht mehr im 2019. Und bei mir ist es das Thema Schmerz. Und zwar, sei es körperlicher Schmerz, sei es seelischer Schmerz. Wir haben alle so viele Schmerzen erlebt in unserem Leben. Wir haben die von Jahr zu Jahr mitgetragen. Wir haben sie mit in unsere Zukunft genommen. Hallo, Sula. Mit in unsere Zukunft genommen. Mal schauen, ob ich das jetzt hier noch finde, kurz zum Teilen. Denn diese Schmerzen, die wir immer gespürt haben, die sind ja in der Erinnerung oftmals so präsent, dass wir quasi von einem Schmerzmoment in den anderen irgendwie schlittern und es gar nicht wirklich merken. Und uns auch das hier mal für dieses Jahr nochmal ins Bewusstsein zu holen und zu sagen, ja, welche Schmerzen kann ich noch nicht loslassen oder welche Schmerzen glaube ich, die sind immer da. Und am einfachsten ist es, wenn es die Schmerzen sich schon körperlich manifestiert haben. Weil, hallo Ines, weil aus meiner Sicht ist es so, wir sammeln Schmerzen. Also es ist irgendwie so, ich stelle mir das so vor, wir laufen durchs Leben und sammeln Schmerzen ein. Wir sammeln Verletzungen ein, wir sammeln Enttäuschungen ein und irgendwie jedes Mal, oh mein Gott, das tut mir so weh. Hallo, Ursula. All diese Schmerzen und all diese Enttäuschungen, die sammeln wir ein, wie mit so einem Sack, den wir dann irgendwie immer Huckepack tragen und uns dann mit diesem Sack auch noch vor anderen Schmerzen versuchen zu schützen. Und das ist ein unterbewusstes Programm, habe ich festgestellt, das in uns Menschen läuft, dass wir eigentlich Schmerz vermeiden wollen, und zwar auch bei anderen. Und dass wir wollen, dass es den anderen gut geht, dass den anderen wirklich nichts wehtut, sei es körperlich, dass sie nicht leiden müssen. Wir sind alle so sehr bemüht, dass wir andere, vor allem natürlich unsere Liebsten, vor Schmerz schützen wollen. Und auf energetischer Ebene, wenn wir das tun, passiert was Fatales. Und zwar, wir sammeln deren Schmerz ein, respektive, weil wir ihn ja nicht abnehmen können, duplizieren wir den Schmerz anderer. Das heißt, es läuft wie so ein unterbewusstes Programm, dass wir irgendwo das Gefühl haben, dass wenn jetzt ein Liebster irgendwie leidet oder gestresst ist oder auch körperliche Schmerzen hat, dass wir dorthin gehen zu diesem anderen und so uns so sehr wünschen, dass es ihm besser geht, dass wir unterbewusst uns identifizieren, dass wir den Schmerz der anderen wie an ihres statt annehmen und mit uns herumtragen. Und das ist ein Reflex sozusagen, der gar nicht wirklich bewusst abläuft, sondern das ist etwas, das machen wir, weil wir ja helfen wollen. Wir sind ja so gepolt, wir sind ja so programmiert, dass wir das Beste für die anderen Menschen, unsere Liebsten drumherum, uns so sehr wünschen.
Und wir sind nicht ausgestattet mit Werkzeugen, weil es uns niemand beigebracht hat, wie wir denn wirklich hilfreich sein können. Und so gehen wir dorthin zu unseren Liebsten und versuchen, diesen Schmerz mitzutragen. Und dadurch, dass wir den versuchen mitzutragen, adaptieren wir diesen Schmerz zu uns und nehmen ihn für uns mit. Aber der Witz an der ganzen Geschichte ist, dass wir nicht den Schmerz dem anderen wegnehmen und ihn dann an seine Stadt mittragen, sondern was passiert ist, dass wir den Schmerz duplizieren und auch tragen. Und ich will euch anregen, da mal hinzuschauen und in euch reinzufühlen und zu schauen, wann und wo ihr das gemacht habt. Und einfach nur durch dieses klare Wissen nicht den Schmerz zurückgeben, sondern diesen Schmerz für euch einfach loszulassen und zu sagen, das ist nicht mein Schmerz, den trage ich nicht mehr mit. Es war eigentlich gar nicht mein Schmerz, den ich ursprünglich mir aufgeladen habe. Und dass ihr wirklich all diese Schmerzen, die ihr mitgenommen habt, die ihr von anderen dupliziert habt, jetzt im Jahr 2019 zurücklasst und euch davon befreit. Wissentlich, dass es nie euer Schmerz war und wissentlich, dass es nicht hilfreich ist, bei anderen hinzugehen und versuchen, den Schmerz mitzutragen und das auch sich bewusst zu machen, wann man das unbewusst gemacht hat. Und wie kann ich anderen Menschen helfen, die in Schmerz sind oder die in Leid sind? Nummer eins, ich ermächtigere den anderen, mit seinem eigenen Schmerz umgehen zu können und den lösen zu können, ohne dass ich dorthin gehe und etwas versuche mitzutragen. Nummer zwei, ich sehe den anderen als komplettes, perfektes, göttliches, schmerzfreies Wesen und verstehe, dass auch der Schmerz, den er sich aufgeladen hat und den er mitträgt, von ihm losgelassen werden kann. Und je mehr ich ihm die Energie der Perfektion und des In-Ordnung-Sein und nicht des den Schmerz mittragen müssen, auch wieder von anderen, indem ich ihm diese Energie gebe und zusende und in ihn ganz und ganzheitlich und in Perfektion sehe, bin ich von der allergrößten Hilfe und Unterstützung. Und so durchs Leben zu gehen mit dieser Perspektive, das wird uns sowas von erleichtern. Es wird so viel Schmerz zurücklassen in diesem Jahr. Und es wird auch dazu beitragen, dass im nächsten Jahr von uns die Leute quasi die Energie der Freiheit, der Leichtigkeit bekommen, weil wir sie ermächtigen, weil das, was wir für uns wissen und lernen und in die Welt tragen und erkennen, das können wir einem anderen auch zusprechen. Also geht es darum, in erster Linie das für sich selber zu wissen und für sich selber in Ordnung zu gehen und dann als dieses ermächtigte Wesen durch die Welt zu gehen, das andere wieder auch ermächtigt. Und so kriegen wir dieses Leid und diesen Schmerz und diesen körperlichen Schmerz und auch diese Krankheiten im Griff. Danke für die Herzchen auf dieser Welt. Und das ist ja eigentlich das, was wir alle wollen. Wir wollen doch einfach nur glücklich und freudig und schmerzfrei sein. Und wenn wir das für uns hinkriegen und das dann weitergeben, dann haben wir die größten Geschenke für uns und für die Welt. Danke, Antje, erkannt. Und ich wollte euch da noch einen Impuls geben und zu sagen, lasst alles zurück, was ihr nicht braucht. Legt alles ab und geht als freies, happy Wesen in dieses 2020, wie auch immer ihr rutschen mag, mit Feier und Brimborium oder ganz ruhig zu Hause. Ich wünsche euch von ganzem Herzen diesen ganz, ganz tollen Rutsch in das nächste Jahrtausend eigentlich. Nein, Jahrhundert. 2020, 2030. Und ich sehe euch auf der anderen Seite. Bis morgen. Tschüss.